Willkommen beim YouTube-Kanal der Firma Schurz Sondermaschinenbau aus der Steiermark. Ich darf euch heute wieder ein ganz spannendes Projekt vorstellen. Es handelt sich hier um die Umrüstung eines Frontgabelstaplers mit einem sogenannten Seitenverschubgerät. Wofür braucht man das? Grundsätzlich ist es so, wenn der Kunde ein Schmalgangssystem hat, dann wird dieses üblicherweise mit einem Hochregalstapler bedient, das eben so eine Schwenkschubgabel montiert hat. Das Problem ist, mit diesen Kommissionierfahrzeugen oder Hochregalstaplern kann man nicht ins Freie hinausfahren. Das heißt, man braucht immer zwei Stapler, einer, der vom LKW die Last ablädt, in die Halle hineinführt und dort kann es dann der Hochregalstapler einladen. Man braucht zwei Personen, man braucht zwei Stapler. So, und dieses Gerät vereint jetzt beide Funktionen in einem Gerät. Es handelt sich, wie ihr seht, um einen Frontgabelstapler, die in diesem Fall ein Heister Gerät. Welches Grundfahrzeug dahinter steht, ist für uns eigentlich nicht ausschlaggebend. Da kann jedes Produkt verwendet werden. Auf diesen Frontstapler ist jetzt ein spezielles Seitenverschubgerät montiert. Und damit das ganze System dann auch von der Standsicherheit passt, sind natürlich gewisse Maßnahmen zu machen, die wir hier in der Steiermark machen und auf das wir spezialisiert sind. Das heißt, der Hubmast wird verstärkt, es wird der Schlitten verstärkt, es werden die hydraulischen Funktionen umgebaut, der Stapler hat keine Mastneigung mehr, weil wir hier eine Trägerplattenneigung verbaut haben. Und das ganze System wird natürlich dann CE geprüft mit einem FEM-Standsicherheitstest, wird hier im Hause gemacht und der Kunde kann dann ein sicheres Gerät bekommen. Und wie gesagt, mit diesem Gabelstapler kann man jetzt mit nach vorgeschwenkten Gabeln eine Palette vom LKW abladen. Durch die große Reichweite reicht man sogar auf die andere Seite des LKWs herüber, das heißt eine Abladung ist von einer Seite her möglich oder Beladung natürlich auch. Und je nachdem, wie die Gabel geschwenkt ist, kann also die Last dann seitlich ins Regalsystem eingelagert werden. Zu den Tragfähigkeiten noch abschließend. Dieses Gerät, so wie es hier steht, kann 1200 Kilogramm heben bis zu einer Hubhöhe von 3,80 Meter und darüber hinaus bis 4,5 Meter eine Tonne. Natürlich, das Grundgerät kann in 1500 Kilogramm heben, hängt jetzt natürlich auch ein bisschen vom Grundfahrzeug ab, das wir bekommen und je nachdem typisieren wir dann das Gerät bis zu maximal 1500 Kilogramm. Ja, und wie das Gerät funktioniert in der Praxis, das zeige ich euch jetzt. Ja,
das war's schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist sicher ein spannendes Gerät. Dieses Gerät geht jetzt nach Deutschland und wir haben solche Geräte auch schon bis nach Russland geliefert. Ja, und das würde mich natürlich freuen, wenn ihr unseren Kanal liken tut und vielleicht auch noch auf Facebook verfolgt. Ich wünsche euch alles Gute und tschüss, bis zum nächsten Mal aus der Steiermark.